Hallo und weiter geht's. Und zwar bin ich hier auf einer Seite gelandet, wo jede Menge Tests drin sind. Und zwar Tests mit irgendwelchen Abkürzungen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten sollen. Und vielleicht muss ich näher ans Mikro. Warte mal. Das ist. Bla! Ich glaube, ich muss näher ans Mikro. Geht das? Warum geht das nicht? Ach! Das geht nicht, weil das schon so weit weg ist, wie es geht. So weit weg, wie es geht, ist es schon. Okay, dann muss ich eben hier so reinsprechen. Hallo. Hier ein ACT Practice Test Prep. Was auch immer das ist. Acuplacer Practice Test. Was auch immer das ist. Australian Citizenship Test, da haben wir ja schon einen gemacht. ASVAB Free Practice Test, Interview, Questions and Answers. British Citizenship Test, das könnte der echte britische Citizenship Test sein. Den ich gemacht habe, der war ja ein bisschen billig. Vielleicht ist der ein bisschen schwieriger, den könnten wir ausprobieren. Dann hier Kanada hatten wir auch schon. Compass Practice Test Prep, ich habe keine Ahnung. CNA, CDL, Civil Service Practice Test. Okay, G1 Practice Test, GED, HESI, HH, Home Health Aid Practice Test. Ist das hier Erste Hilfe oder sowas? MAT, Math Questions and Answers. Dann hier NCLEX, auf jeden Fall, hier gibt es jede Menge, auch den US-Citizenship-Test hatte ich hier ja. Da gibt es noch einen History-Practice-Test, also US-Geschichte, könnte man jetzt noch anhängen an den US-Test, den ich hier neulich gemacht habe. Aber ich finde, wir wiederholen einfach mal den britischen und hoffen, dass dieser hier besser ist. Hoffen wir. Hoffnung. So, auch da gibt es wieder 10 zur Auswahl. Ich habe keine Lust, den Würfel nochmal rauszuholen, also nehmen wir einfach Test Nummer 8. This is a timed quiz. You will be given 45 seconds per question. Are you ready? Okay. World War II started as a result of Germany invading which country? Poland. Which flower is associated with Scotland? Ich sag mal Distel. Ja, sehr gut. Police complaints can only be made by writing to the chief constable of the police for. Ich sag mal falsch. Which of the following is the responsibility of the Home Secretary? Die Wirtschaft, Verbrechen, Education oder Defense. Also Home Secretary ist, glaube ich, sowas wie der Innenminister und darum sage ich Crime. Ist richtig. Wunderbar. When is St. David's Day celebrated? Das ist jetzt die erste Frage, wo ich keine Ahnung habe. Heilige St. David. Sagen wir mal 17. April. Nein, es wäre der 1. Mai, im März gewesen. Okay. Patron of Wales. Okay. What happened to Mary, Queen of Scots, after she spent 20 years in prison? She was executed. She escaped to Denmark. She escaped to France. She became Queen of England. Ich glaube, sie wurde hingerichtet. Ja. Which of the following lines are from the national anthem? Oh Gott. God save our gracious queen. Okay. Chose 2. Darling of Bath, center victorious, we shall never surrender. Ich kann gar nicht zwei auswählen hier. Okay. Northern Ireland and Scotland have their own banknotes, which are valid everywhere in the UK. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist verkehrt. Das ist, okay, ist richtig.
How many national parks are there in England, Wales and Scotland? Nationalparks? Ich sag mal 15, ich sag mal 18. Ach, es wären 15, verdammt. Is Northern Ireland part of Great Britain? Great Britain ist, glaube ich, die große Insel. Und obwohl die part von dem UK sind, sind sie nicht part der britischen Insel, weil die sind auf einer anderen Insel. If you are a dog owner, which two things should your dog's collar have when you go out? Irgendwie kann man immer nur eins anklicken, auch wenn man zwei Sachen anklicken soll. Seltsam. What day relates to the death of Jesus Christ? Good Friday. Das ist keine sehr englische Frage. Who is the heir to the throne of England? Prince of Wales? Ja. What was achieved with the Magna Carta? It restricted the king's power? Ja. Female genital mutilation or taking a girl or a woman abroad for female genital mutilation is illegal in the UK and is a criminal offense. Ich sag mal ja, weil ich würde nicht damit in so einem Test Werbung machen, wenn es falsch wäre. So, what year were women given the right to vote? Ich sag mal 1918. So nach dem Ersten Weltkrieg, das klingt einleuchtend. Which two of the following are British Overseas Territories? Wieder zwei. Also die Falklands, glaube ich. Ja. Who did the English defeat in 1588? Spanische Armada. Die Sachsen, das war 15. Jahrhundert. Die Römer, das war noch früher. Die Normannen, das war 1066 und die haben verloren, die English. So, who designed the cenotaph? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Okay. How often are the members of the Welsh Assembly elected? Sagen wir mal alle 4 Jahre? Ja. During which period did the Beatles become popular and social laws were liberalized? Liberalized, ja, okay. Ich sag mal die 60er. The Man Booker Prize. The Man Booker Prize is awarded in which of the following categories? Ich habe keine Ahnung. Film, Sports, sagen wir mal Literatur. Okay. What sort of election takes place when a member of the parliament dies or resigns? A by-election? Das weiß ich nur wegen Blackadder. What is a Turner Prize? Kunstpreis, sage ich mal. Ja, sehr gut. War das alles? Uno? Geht's weiter? Gibt's keine Auflösung? Gibt keine Auflösung. Aber ich habe so gut wie alles richtig. Ich habe irgendwie drei oder viermal eine zweite Antwort nicht anklicken können. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Also würde ich sagen, auch dieser Test für Großbritannien wurde von mir gemeistert. Insofern müssen die mich nehmen. Ist bloß halt, wie gesagt, die Frage, ob ich da hin will. Aber okay.
Gut, das nächste Mal, also hier gibt es sehr viele, das sind also CNA, hahaha, Hesi, TEAS, das sind alles medizinische, dann hier gibt es Education, ach so, das ist Driving, Jobs, Job Interview Tests, das sind leider nur die einzigen Citizenship Tests und die habe ich alle schon gemacht in irgendeiner Form. Military? Okay, also das. Mich ärgert ein bisschen, dass ich keine Auflösung kriege hier, dass ich quasi nur weiß, ja, im Grunde genommen alles richtig gemacht. Ja gut, ich meine, zwei, drei Fragen habe ich, glaube ich, falsch beantwortet. Ich glaube, 70, 80% müsste ich trotzdem richtig haben. Ja, wenn ihr wisst, wie viel ich richtig habe und wie viel Prozent das ergeben würde, dann schreibt einen Kommentar auf dieses Video und drückt die Glocke und subscribt weiß nicht, bis zum nächsten Mal. Tschüss.